Liebe Freunde der Kommunistischen Partei Frankreich, im Namen der HDP gratuliere ich Ihnen zu Ihrem 100-jährigen Geburtstag. Wir als die HDP, die Partei, die den Kontakt mit der Kommunistischen Partei Frankreich intensiviert und auch mit Ihnen gemeinsam zusammenarbeitet, freue ich mich, Ihnen heute die Grußworte meiner Partei für Ihr Jubiläum zu übermitteln. Sie wissen, dass wir als HDP die einzigste Partei sind, die im türkischen Parlament gegen jegliche militärische Intervention und gegen den Krieg sind. Deswegen werden wir meistens sowohl im Parlament, aber auch außerhalb des Parlaments immer wieder angegriffen. Tausende von Politikern unserer Partei sitzen im Gefängnis, weil wir gegen die Politik von Erdogan sind. Erdogan versucht, die Türkei in ein autoritäres System umzuwandeln. Wir sind dagegen und sagen, für Demokratie, Gerechtigkeit, Frieden und ein gemeinsames Zusammenleben setzen wir uns als HDP dafür ein. Deswegen freue ich mich, Ihnen heute die Grußworte meiner Partei zu übermitteln und gratuliere Ihnen nochmal zu Ihrem 100-jährigsten Geburtstag. Ich möchte mich auch bei Lydia Sommer-Bartsch bedanken für die gute Zusammenarbeit und wünsche Ihrer Partei alles Gute für die Zukunft. Liebe Grüße aus Ankara.